30 Jahre lang hat das Ehepaar von Matt am Auto gegeben, Bödli und Pedalo vermietet. Heute geht die Ära 10. Das Ehepaar hört auf und die Stadt wird die Bootsvermietung abreißen. Ein letztes Mal war aber noch mal Betrieb. Denn die von Matt haben alles versteigert. Von den Espresso-Tässchen über Schwimmwesten bis zu den Pedalos. Dana Gablinger. Geschaffig, wie man sie kennt, sind Malis und der Walter von Matt auch heute, am Tag von der Totalliquidation von ihrem legendären Bootshäusli am Utoge. Verhökert werden Pedalos ab 1500 Franken, Lampen, Äxte und vieles mehr. Am Morgen um 9 Uhr sind die ersten bereits fündig geworden. Schnüre, Zitzli haben wir hier schöne, die man könnte integrieren können. Und dann haben wir noch ein bisschen Reservenruder. Ja, das wäre es jetzt bis jetzt. Die Stadt als Besitzerin des Pedalo-Häusli hat den Abriss verordnet. Künftig sollen alle Bootsvermietungshäusli gleich aussehen. Wo der Entscheid gefallen ist, hat es der Walter von Matt nicht verstehen. Petri, heil! Die Leidtragenden, das ist die Stadtbevölkerung, weil die Schiffe, die wir jetzt hier haben, die sind für unsere Stadtbevölkerung und unsere Touristen gewesen. Und das wird jetzt den Leuten fehlen. Zürich wird den Charme von seinem Bootsvermietungshäusli sehr vermissen. Da geht ein Stück Geschichte verloren. Schade. Es tut weh, ja. Ja. Also vor allem jetzt auch für Besitzer, die da das alles verlassen müssen. Für die Malis von Matt gehen 32 wunderschöne Jahre zu Ende. Sie trägt alle Erinnerungen in ihrem Herzen. Es ist sehr, sehr schwer und ich habe wirklich das Wasser immer zu vorderst. Aber man muss Abschied nehmen. Es ist für uns jetzt eine schöne Zeit, die kommt. Und man muss sich mit dem einfach abfinden. Die tollen Leute, die wir hatten. Vor allem einfach das schöne Wetter, die Sonne. Wir haben natürlich einen Platz gehabt, einmalig. Und ich will es also keine Minute missen. Obwohl sich von Matt schweren Herzens von ihrem geliebten Zürichsee jetzt trennen müssen, freut sie sich auf eine neue, spannende Zeit. Und zwar wollen sie ein bisschen in der Schweiz umreisen und wandern. Für Tele Zürich vom Utoge, Dana Gablinger. Ja, und von der Wehmut jetzt zu der